Mein Name ist Fabian Fess, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Berlin, studiere in Göttingen und begeistere mich für Kurzfilme. Lumière Shorts, das ist das Kurzfilmlabel des letzten Programmkinos in Göttingen. Und es bündelt die gesamten Kurzfilmaktivitäten des Lumières. Und außerdem versuchen wir darüber hinaus noch Kurzfilme, die Kunstform Kurzfilm, mit anderen Kunstformen zu verbinden. Also zum Beispiel Musik. Beim letzten Mal hatten wir eine ganz junge, talentierte Göttinger neue Band bei uns. Und so versuchen wir, ein anderes Ausgeherlebnis zu schaffen, was Kunstformen verbindet, die jung und kreativ sind. Kurzfilme werden von Kurzfilmlabels zusammengestellt. Das sind ganz unterschiedliche. Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Punkt, dass sie halt thematisch sortiert sind. So kriegt der Zuschauer und auch ich einen sehr interessanten Einblick aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln zu einem Thema. Das Lumière unterstützt Lumière in Shorts sehr. Wir arbeiten ganz eng miteinander zusammen. Ich organisiere die Veranstaltung und gucke, welche Filme laufen könnten, und das Lumière sucht die Zeiten aus, wann es spielen könnte, und kümmert sich auch darum, dass die Werbung ausgelegt wird. Und das ist eine grandiose Kooperation. Wir arbeiten ganz stark miteinander zusammen. Die Veranstaltung richtet sich an jeden und jede, die Lust auf Filme hat und Lust hat, die kreative Zelle des Films zu sehen. Der Kurzfilm ist nämlich der Ursprung des bewegten Bildes, und das sieht man auch heute noch. Der ist gerade für den filmischen Nachwuchs interessant, weil er finanzierbar ist und auch umsetzbar und dadurch auch zeigbar. Und wer sehen will, wohin sich die Filmgeschichte entwickelt, der ist bei Lumière Shorts auf jeden Fall gut aufgehoben oder generell bei Kurzfilmen. Weiter geht's im Oktober. Die jetzige Veranstaltung ist die letzte in diesem Semester, und im Oktober geht's dann mit dem nächsten Programm weiter, mit dem nächsten Semester Kurzfilme. Und wir versuchen wieder alle 2 Monate Kurzfilme zu zeigen von verschiedenen Labels, aber auf jeden Fall themensortiert. Und ja, ich freue mich sehr darauf.